So, liebe Freunde, und da bin ich auch schon wieder. Samuel von Alcester gegen Hauptmann Ugam Sünnirchen. Großer Unterschied, diesmal haben sie Katapulte. Da müssen wir mal gucken, inwiefern das ihre Taktik beeinflusst. Mit Katapulten kann man natürlich, das wisst ihr auch, Mauern einreißen. Und zwar nicht Mauern des Missverstehens oder Mauern des, was weiß ich, sondern Mauern, wie man sie sich vorstellt. Okay, die Katapulte stehen dort. Aufgrund dessen werden wir hier auch unsere beiden Dingsbumsis hinstellen. So, hier stellen wir Kalverine und Orgel auf. Und ich glaube auch diese Panzerrittereinheit und diese Feudalrittereinheit. Mir ist es einfach wohler, wenn wir hier nochmal zur Not ein bisschen was hinten haben, wisst ihr? So, ich denke mal, dass wir in der Lage sein sollten, mit unseren Mörsern die feindlichen Katapulte zu zerstören. Es bleibt natürlich immer die Frage, ob uns das gelingt, bevor oder... Gut, ich dachte gerade, die Tore wären offen. Bevor oder nachdem sie bei uns eingefallen sind. So, da haben sie es ja das letzte Mal gar nicht erst probiert. So, die 49er sind da. Stellen wir euch hier hin. Und euch auf diese Seite. Hier noch euch, hier kommt mal rüber. So, letztendlich ist natürlich unsere favorierte Version, wie das Ganze ausgeht. Beziehungsweise aussehen wird, dass unsere Feinde gar nicht erst durchkommen, soweit, dass sie hier irgendwie Schaden anrichten können. Zwecks dessen haben wir sollten wir eher als Nachrücker haben. Mach doch ein bisschen weiter nach da. Gumpst. Na gut, dann stellen wir euch gleich. So. Damit steht dann unsere Verteidigungsformation. So, bevor irgendwas anderes passiert. Müssen sie sich bewegen. Okay. Jetzt probieren sie es doch. So, die Raketenwerfer sind weitestgehend ungefährlich. So, wenn es da reicht, ein paar Meter nach vorne zu gehen, dann soll das recht sein. Also die Raketenwerfer, die
Ja, haben halt einen starken Angriff gegen Einheiten. Sind allerdings gegen Gebäude relativ nutzlos. Muss ziemlich lange draufballern. So, da sehen wir es natürlich. Was? Die Mauer nimmt so schnell Schaden? Okay, Leute. Dann, ach, das liegt wahrscheinlich an den Katapulten. Dann geht mal lieber zur Seite hier. Los. Oh, dieses typische, die Mauer bewegt sich und deswegen bleiben sie stehen. Das kotzt mich ja mal an. So. Aufgrund dessen heißt, sie werden wahrscheinlich gar nicht mehr überhaupt probieren. Stahl und tapfere Herzen müssen jetzt unsere Bauern sein. Das stimmt. Kann ich so bestätigen. So, ich habe jetzt keine Ahnung, woher er diesen Optimismus nimmt. Aber soll mir recht sein, wenn er das so sieht. So. Hier machen sie sich gerade bereit. Der feindliche General ist erschlagen. Sehr gut. Beten wir, dass sein Tod die Entschlossenheit seiner Männer bricht. Das läuft dann tatsächlich besser, als ich gedacht hätte. Einfach mal so frei, ein feindlicher General, der tot ist, ist ein guter feindlicher General. Die Leiter des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Zeit fürs Abschlachten. Huch, wo denn? Verdammt, euch ist verpennt. Ah. Okay, aber da ist eine Linie abgesessener Feudalritter. Leitern an den Mauern. Schlagt die Angreifer mit unserem Stahl zurück. Mit denn sonst? So, ich werde diese beiden hier nutzen. Um die gegnerische Armee zu umgehen.
So, womit wir jetzt natürlich unsere Gegner in der gefährlichen Lage haben, dass sie von zwei Seiten attackiert werden. Seiner Männer verloren. So, jetzt fliehen die gegnerischen Einheiten tatsächlich. Womit ich sagen würde, dass wir diese Schlacht hier so gut wie gewonnen haben. Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Noch eine einsame Einheit Raketenwerfer. Bediener. Und Entschuldigung, dass ich so ruhig bin. Das war gerade echt eine anstrengende Schlacht hier. Mann, Mann, Mann. Die nur Männer von großer Tugend. Weitere heldenhafte Verteidigung dieser Stadt. Wer nicht kämpft, wird nichts erobern, das stimmt. Und auch nichts verteidigen. Da hat der Gabriel Biel recht. Und Venius wurde verteidigt. Erfolgreich verteidigt. Kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Ist hier jetzt alles fertig? Alles Taco? Ja, ist ein Idiot. Breslau, ja, kann man machen. Huch. Hätte ich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die Stimmung hier wieder gut ist. Gulp.
hier gehörig geschnitten. Oh Mann, warum ist die Stimmung hier denn so scheiße? Aber alle an Ketzer glauben. Und wenn ich alle sage, dann meine ich alle. Na gut. Ist mir eine Ehre. Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Da bist du bei mir Mut genau richtig. Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ja, na. So, jetzt haben wir sie nach. Mit uns, Männer, auf in die Schlacht! Ist die sizilianische Hauptstadt bald unser? Die Belagerungsarmee steht euch zur Verfügung. The Prince is tot. Dafür gibt es einen neuen Prince. Prince Morris. Ach, der coole Kerl, der hier in Zagreb ist. Der ehemalige Morris von irgendwas. König Aston fühlt sich nicht geschätzt. Das trifft mich jetzt nicht so arg hart. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. So, ich hoffe mal, dass die hier nichts Lustiges planen. Wie ihr wollt, mein König. Mein König! So, ne, jetzt ist er eigentlich, ne, in Prag und so. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Eure Befehle? Bilden eine Streitmacht! Mut und Ehre! So, nächste Runde dürfen wir das nämlich. Wir ziehen in den Krieg! Dann gehört Prag auch uns. So, hier mache ich jetzt erstmal in Nottingham. So, 1, 2, 3. Ein paar Hüttenträger haben wir schon. Ist noch abgesessene 22, 14. 14, 23. Beide ziemlich gut. So, dann haben wir gleich eine angemessene Armee. Mein König! Und apropos angemessene Armee. Ja! Eure Befehle? Ja, vorwärts! Eure Befehle? Führen die Armeen zusammen! Ich glaube fast, wir werden hier gleich mal noch eine losschicken. Attackieren den Feind, edler Herr! Wird gar nicht zur Exkommunikation folgen. Lügt doch nicht so. Immer am Rumlügen. So, jetzt der Baubericht. Inverness, Herberge, Dublin, Schiffbauer, Anger, Kanonen, Bordeaux, Mietsexerzierplatz. Mensch, nochmal zusammenfassen, ne? Schon nett, dass wir hier zu den ersten Kontakt mit diesen zerstörerischen Mongolen so einfach abwehren konnten. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir eine Stadt schon verloren geben müssen. War dann aber, wie ihr ja wisst, nicht so. Mensch, und hier war alles immer schön am Wachsen. Wir haben hier doch gerade mal eine riesige Kathedrale. Vielleicht diesem Ketzer mal ein bisschen Einhalt gebieten da. Frankfurt, unsere künftige Hauptstadt. Staufen wird gebaut. In Nürnberg bauen wir die Bewässerung. Dann sollte Nürnberg auch so langsam mal wachsen. In Oslo gibt es eine Ortswache und eine Steuererhöhung gleich obendrauf. Ist hier der neue Special Deal. In Marrakesch haben wir Ballistentürme, bauen wir da mal einen Händlerkai. Und in Thorn sind die Kanonentürme fertiggestellt. Und in Thorn haben wir auch echt eine ganz freundliche, sympathische Armee stehen. Ja! So, reparieren wir dann möglichst bald. Und hier wird natürlich erstmal wieder aufgewertet bis zum Gehtnichtmehr.
war ja jetzt schon die ein oder andere nicht so arg leichte Schlacht, die hier geführt werden mussten. Hat natürlich ganz gute Erfahrung gegeben, muss man sagen. Insofern können sich hier vielleicht die Mongolen in Zukunft nicht mehr allzu viel erwarten. Wenn man sich das mal anschaut, hier ist die Hauptstadt der Mongolen. So viel anderes scheinen sie noch nicht zu haben. Insofern könnte dieses mongolische Abenteuer, wenn man so will, auch ganz, ganz bald zu Ende sein. Wir werden uns im Sinne von na-di-da-da auf jeden Fall dafür einsetzen. Meine Kalverine hier kommen dabei. Ach ja, und hier wurden wir ja auch. Eure Befehle? Na, wie ist denn hier so die Wahrscheinlichkeit? Stolz in den Kampf. Ja, komm, 5-2, klarer Sieg hier. Ja, keine Sache hier, Lösegeld, nehmt da an, gute Sache. Am Boden. Wir waren siegreich. Wir waren siegreich. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben. So. Und ich würde sagen, das ist dann auch ein ganz guter Zeitpunkt, diese Folge hier zu beenden. Machen wieder dicken Gewinn, wie wir das schon gewohnt sind. Und liebe Freunde, wir sehen uns dann mit insgesamt um die 580.000 in der Staatskasse in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.